So, also, Party, jetzt geht's los, Jungs. Da kommt der Countdown und ab dafür. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell. Ja, doch, das passt. Gut, super. Alles klar, alles Roger in Kambodscha. Also, los kann's gehen. Zack, da sind wir auch gleich mal mit dabei. Und auf der ersten Map. Da, da, da. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Diddle, 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 diddle. Du, 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 du. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Na, heute noch. Komm, das sind bestimmt wieder die Russen. Los geht's. Black Dragon League Finals. Game Nummer 1. Kars gegen Socke. Ein Protoss gegen Terran, der Deutsche gegen den Ukrainer. Wir sind auf der ersten Map, wir haben Shakiris Plateau im Bilde und links oben startet der deutsche Vertreter wieder mal in Babyblau. So wie wir es von Socke gewohnt sind, ist seine absolute Lieblingsfarbe und er ist mit der auch so am erfolgreichsten. Hört sich blöd an, ist aber so. Ich kann mich da noch an ein Turnier auf dem nordamerikanischen Server erinnern, wo Socke gezwungen war, seine Farbe zu wechseln zwischendrin, weil sein Kontrahent ihm das Babyblau weggeschnappt hat. Er ist kläglich untergegangen und kaum hat er ins Game als erstes geschafft, konnte wieder seine eigene Farbe für sich beanspruchen, hat er den Typen komplett auseinandergenommen. Von daher, mag natürlich Aberglaube sein, aber ich bin froh, dass er die Farbe trotzdem gekriegt hat in dem Spielchen. Rechts unten haben wir den Terran-Player. Wir sehen Kars, der hier in Rot startet als Terran. Die beiden sind natürlich in der regulären Saison der Black Dragon League ebenfalls schon aufeinander getroffen. Und dort konnte sich Kars mit einem 2:0 durchsetzen. Man muss generell sagen, dass der Ukrainer im direkten Aufeinandertreffen mit Socke erfolgreicher ist. Bereits 11 Maps haben die beiden gegeneinander ausgetragen in verschiedenen Turnieren und Ligen. Und davon konnte Kars glatt 8 für sich entscheiden. 8 Maps also hat der Ukrainer gewonnen, der Deutsche lediglich 3. Und das ist einfach mal eine richtige Hausnummer. Dementsprechend natürlich die Favoritenrolle jetzt etwas beim Terran ausgelagert. Er ist momentan auch recht gut gegen Protoss. Wir haben ihn gestern ebenfalls bei einem anderen Event gesehen. Dort hat er verschiedene Zergs als Kontrahenten gehabt und sich dann eben auch gewünscht, oh Gott, warum muss ich mal gegen Zerg ran? Ich will mal einen Protoss kriegen. Jetzt wird sein Wunsch erfüllt. Er ist gegen Socke auf dem Spielfeld und muss jetzt natürlich versuchen, das Game hier jetzt zu schaffen und damit in die nächste Runde einzusteigen. Wir haben hier momentan mit der ersten Barracks im Bau noch keine Refinery auf seiner Seite, also momentan spielt er noch ohne Gas, könnte dann ebenfalls der frühe Expansion-Versuch werden. Gerade natürlich auf einer Map wie Shakiris Plateau sind die Echsen relativ leicht zu holen, man hat natürlich in die eigene Main-Base diese kleine Choke hier, aber dann, wenn es denn eben an die Expansion geht, ist dann zumindest auch nur eine einzige größere Choke, das heißt die Echse ist für beide Spieler hier sehr, sehr einfach zu holen. Der Scout von Socke ist bereits in der Base drin, ihr seht es, immer noch kein Gas für den Terran-Spieler und damit gibt es hier jetzt auch direkt die Expansion. Da kommt sie, da ist hier mittlerweile also das Command Center im Bau. Socke schafft es auch nochmal seine Scout-Probe zurückzuziehen, der weiß natürlich ebenfalls jetzt um den Expansion-Versuch seines Kontrahenten. Hat in der eigenen Base jetzt einen Cybernetics Core bereits im Auftrag. Er hat ein Gas, die Harvest allerdings rausgezogen, es ist lediglich einer dabei. Das heißt, er hat jetzt auch recht viele Minerals und holt sich ebenfalls die Echse. Scoutet also das, die Build seines Kontrahenten, sieht, okay, er baut selbst eine Expansion und geht es seinerseits dazu über, sich ebenfalls ein Nexus zu holen, zieht von seinen Probes direkt mal einige aus der Refinery raus, damit er schneller eben die Minerals hat. Jetzt wird die letzte auch nochmal rausgezogen und er hat in der Zwischenzeit gerade mal genug Gas geholt, um eben diese Warpgate-Technologie erforschen zu können. Hat jetzt den ersten Stalker dann zusätzlich ebenfalls nochmal im Bau und jetzt kommen 3 weitere Probes wieder aufs Gas rüber. Jetzt sagt er sich dann, okay, so langsam aber sicher brauche ich vielleicht doch ein bisschen was. Zwischenzeitlich haben wir auf der anderen Seite Kars mit 2 Marines direkt an der Choke, will hier weiteres Scouting verhindern durch den deutschen Spieler. Und wir sehen jetzt in der Main Base als erstes mal die Barracks, 3 Stück sind es jetzt gleich, 2 gerade im Bau. Und natürlich wird hier auch das erste Gas geholt für den Ukrainer, der jetzt dann seine Add-ons natürlich nicht missen will. Wir haben hinten nochmal weitere Supply-Depots im Auftrag, während jetzt die Jungs ebenfalls nochmal am Scouten sind. Für einen Terran-Spieler, gerade auf einer Map wie zum Beispiel Shakiris, ist es immer wieder mal eine legitime Option, herzugehen und auf eine sehr, sehr starke Bio-Truppe zu setzen. Generell gegen Protoss ja viele Mech-Units eigentlich nicht so oft gesehen. Bio ist hier recht stark, wenn man es dann nicht unbedingt mit einer Kombination aus Kolossen und Storm zu tun hat. Aber dafür muss der Protoss-Spieler sich eigentlich in der Regel mindestens eine 3. Base holen, wenn nicht sogar eine 4. Wenn er dann zusätzlich noch die Upgrades holt. Das ist eben sehr, sehr gasintensiv, was dann beim Army-Mix von Protoss so zu Buche schlägt. Von daher ohne eine 3. beziehungsweise vielleicht sogar eine 4. Base ist man da eher auf einen Tech beschränkt.
Wir sehen es hier auf Seiten von Cars, zwischenzeitlich das zweite Gas, holt sich hier die erste Factory, hier wird es demnächst die ersten Add-ons geben, damit dann eben auch Stim, Combat Shield und Concussive Shell erforscht werden können. Im späteren Spielverlauf sind Vikings sicherlich eine Unit, die wir ebenfalls zu Gesicht bekommen werden, um die gegnerischen Kolossi auszukontern. Und wir werfen jetzt erstmal einen Blick drauf, was Zocchi jetzt so treibt. Der hat mittlerweile natürlich auch an seiner Expansion nochmal einige Drohnen mit dazugezogen. Wir haben in seiner eigenen Mainbase jetzt gerade die Robotics Facility im Bau, er ist jetzt hier mit Double Assist Simulator vertreten und holt sich jetzt natürlich weitere Gateways. Zocchi hat zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal die beiden Xel'Naga Watchtower. Also er weiß momentan, was auf der Map so passiert, hat ein bisschen den Überblick, was hier gerade los ist. Und Kars baut jetzt erstmal in den äußeren Bezirken seiner Base nochmal Supply Depots, damit er hier auch sieht, falls dann zum Beispiel mal ein Observer reinkommen sollte mit Blinkstalkern im Schlepptau, die sich hochblinken, oder falls hier vielleicht doch mal so ein kleines Sneaky Warp Prism angedackelt kommen sollte. Was wir im Protoss gegen Terran schon öfter mal gesehen haben, allerdings gerade eher auf Maps wie zum Beispiel Scrap Station, Wydra packt das immer mal wieder gerne aus. Wir haben für Kars jetzt hier an der Factory den Reactor und switcht er dann sicherlich gleich mit seinem Starport, während der Protoss-Spieler jetzt schon seine erste Forge holt. Geht jetzt also schon auf die ersten Upgrades und holt sich jetzt mit den Sentries, die er hier hat, natürlich nochmal ein Mittel rein, mit dem er hier sehr defensiv agieren kann, indem er die Force Field setzt, falls der Terran sich zu einem Push entschließt. Gerade im späteren Spielverlauf die Sentries dann vor allem natürlich für die Guardian Shields wichtig, über die sie dann den Damage der Ranged Units beim Terran-Spieler reduzieren können. Und wir sehen in der Mainbase jetzt erstmal den ersten Observer in der Robotics Facility, das erste Upgrade ebenfalls. Wie gegen Terran momentan eigentlich gewohnt, wird das Armor-Upgrade zuerst erforscht. Der Hintergrund dessen ist einfach, dass wenn man hier, wie zum Beispiel Hase-Ops, ein, zwei Armor-Upgrades den Vorzug gibt, dass dann der Schaden von Marines sehr, sehr stark reduziert wird, wenn man das Ganze noch mit dem Guardian Shield kombiniert. Und damit nimmt man der Terran Army schon mal viel von ihrem Schrecken. Was Zocchi genauso macht wie sein Gegenüber, ist seine Units hier in den äußeren Bezirken seiner eigenen Base zu platzieren. Einfach um sich eben ein bisschen sicher zu sein, dass er Drops recht früh sieht. Denn die werden sicherlich kommen. Die werden auf jeden Fall kommen. Und wir haben in der Zwischenzeit auch den nächsten Tag beim Terran-Spieler. Na, beim Protoss übrigens auch. Der hat hier gerade sein Twilight Council mit den Blinkstalkern, die wir gerade schon mal angesprochen haben. Also Blink wird es jetzt werden. Noch keine Robotics Bay. Er hat die Facility, hat hier die Observer, aber hat sich jetzt noch keine Robotics Bay geholt. Und hier ist der Drop. Hier ist der Drop, den wir von Kars bereits erwartet haben und der kommt jetzt genau so, wie er sollte. Da ist der erste, die erste Probe dabei. Kars fliegt direkt drüber. Das muss Zocchi gesehen haben und sofort zieht sich hier Kars auch zurück. Weiß genau, dass sein Drop jetzt eben den Protoss-Spieler nicht unvorbereitet treffen wird und entschließt sich stattdessen lieber mal die Probe auszuschalten und den Pylon mal so ein paar Shots abzugeben. Zieht sich jetzt wieder zurück in Richtung Mainbase. Dort haben wir für ihn in der Zwischenzeit auch direkt mal die Engineering Bay. Er geht hier auf die Armor-Upgrades, auf die Attack-Upgrades für seine Army, lädt seine Jungs jetzt wieder aus. Der Drop ist erstmal gefailed. Es gibt die Concussive Shells als Upgrade und Combat Shield ebenfalls. Und natürlich gerade für den Protoss von heute absolut wichtig, für den Terran von heute absolut wichtig gegen Protoss ist natürlich auch die Ghost Academy. Die kommt jetzt gerade. Ohne EMP keine Competition. Das weiß natürlich auch Kars. Der braucht hier irgendwas, um die Schilde abzuzwacken vom Toss und will natürlich später auch gegen etwaiges Templar-Play gewappnet sein, indem er dann über die EMPs die Energie der Templar ganz schnell ausschaltet. Die Armory wird gebaut, um nochmal Zugriffe zu erhalten auf die Zweier-Upgrades, sowohl Attack als auch Armor bei der Bio-Truppe. Wir vergleichen mal so ein bisschen den aktuellen Stand im Spiel. Wir haben 48 Army Supply gegen 51. Die beiden sind gleich auf. 57 gegen 55 Worker Supply haben wir jetzt gerade. Und Zocchi erforscht jetzt auch die nächsten Upgrades für seine Jungs. Hat hier gerade also plus one Attack in der Mache. Während die Scout Factory sich in der Zwischenzeit an der Natural der Startposition links unten niedergelassen hat. Es kommt hier in der Zwischenzeit auch nochmal ganz kurz Gras rein. Zocchi hat mittlerweile Blink. Blinkt ja direkt mal hinterher. Nimmt die Medivacs raus. Hat jetzt hier die Sentries mit dabei, setzt die Force Wheels in den Rücken der Terran Army. Sandwich, die ist hier richtig schön ein. Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass er hier mit dem Blink nochmal gut Micron. Hat alle Sentries verloren, bisschen ungünstig jetzt. Und jetzt geht es ja auch langsam in Stalker in den Kragen, aber das sind zu viele. Da kommt Kars nicht gegen an, verliert seine Einheiten nach und nach. Zocchi noch einzelne Stalker, schön gerettet über seinen Blink. Hat es jetzt gerade gut gemacht, den ersten Fight für sich entscheiden können. Wir sehen auf der Lost Station, sind ungefähr mit den gleichen Ressourcen Lost aus dem Fight rausgegangen. Allerdings hat der Protoss sogar ein paar Jungs mehr verloren. Dadurch, dass die Sentries drauf gingen, die natürlich recht teuer sind, was das Gas betrifft, hat er hier schon mal ein bisschen was abbekommen.
Die Factory wurde in der Zwischenzeit wieder nach oben geschickt und wir sehen hier einen weiteren Expansion-Versuch vom Protoss-Spieler. Der Terran ist mittlerweile auch auf seinem +2-Attack-Upgrade und was mir bei Socke gerade sehr gut gefällt, er geht nicht in diese Standardschiene mit den Kolossi rein und versucht irgendwie jetzt massivs Kolosse rauszuhauen und damit genau den Vikings in die Arme zu rennen, sondern stattdessen entscheidet er sich wirklich erstmal für den Twilight Council und geht dann direkt auf die Templar Archives und den Storm. Also zum Beispiel ein Spieler wie Hasoops, der macht dann auf der anderen Seite, hier unten übrigens ein bisschen Harassment mit dem Blink, allerdings keinen Schaden angerichtet. Ein Junge wie Hasoops geht zum Beispiel her und holt sich trotzdem ein, zwei Kolosse, geht dann eben über den Twilight Council, öffnet sich nochmal den Tech Tree auf die Templar und entscheidet sich dann je nach Spielsituation, ob er direkt auf Storm geht und auf die High Templar, ob er hier Feedback einsetzen muss, gegen was auch immer, oder ob er hier zunächst erstmal ein paar DTs mit ins Spiel bringt, einfach um eben sicherzustellen, dass der Gegner ein bisschen auf Trab gehalten wird, dass man ihn beschäftigt, vielleicht an der einen oder anderen Expansions mal die Upworker killen kann. Von daher das auch immer wieder eine ganz nette Nuance hier im Spiel gegen Terran. Aber Socke entscheidet sich, wie gesagt, dafür, High Templar ins Spiel zu bringen mit seinem Storm, hat er Blink zusätzlich erforscht und in der Zwischenzeit haben wir auch den Charge in der Kö. Also er geht hier wirklich sehr auf eine sehr, sehr potente Gateway Army, die durch Templar mit Storm nochmal unterstützt wird. Schauen wir uns das Ganze mal an, denn wir haben im Army Mix von Cars, haben wir jetzt in der Zwischenzeit einen einzigen Ghost. Da werden sicherlich bald noch einige dazustoßen. Und jetzt natürlich für Socke und für Cars so ein bisschen die Frage. Cars muss jetzt versuchen, über seine EMPs die Templar so schnell wie möglich auszuschalten. Und ja, Socke hat jetzt mehrere Optionen. Er kann zum einen versuchen, eben diese Biotruppe mit Storm erstmal in Beschlag zu nehmen. Er kann natürlich ebenfalls versuchen, die Ghosts zu feedbacken und die Medivacs. Die Medivacs haben ja massivst viel Energie gerade. Das heißt, hier würden ein paar Feedbacks auch Wunder tun. Socke muss also drüber nachdenken, wofür er seine Energie einsetzen will, was ihm in der Situation, in der Spielsituation wichtiger ist. Und wenn die Medivacs dann erstmal weg sind, dann wird es natürlich auch schwer für die Terran Army. Wir gucken nochmal auf die Echo von Cars. Der hat hier sich dritte Base geholt mit einem Planetary Fortress gleich versehen und baut zwischenzeitlich auch noch ein Command Center an der nächsten Blue Mineral Line, um hier die vierte Base sich zu holen. Auch bei Socke haben wir hier gerade nochmal den Nexus mit dabei, den nächsten. Und jetzt blinkt hier auch gleich der Protoss rein, nimmt das Command Center raus, zack, da muss es abgebrochen werden. Da kommen die Marauder mit rein, da kann er sich gleich zurückbringen, wenn er will. Aber da ist auch Cars gleich dazu übergegangen, die Base erneut zu bauen, und zwar diesmal rechts oben. Hat in der Zwischenzeit das nächste Attack-Upgrade in der Mache und so das +3, verzichtet aktuell noch komplett auf Armor. Und jetzt kommt hier der erste einsame High Templar reingelaufen, kann nochmal einen der Ghosts feedbacken, geht dann allerdings selbst drauf, wird gesniped. Da setzt Cars seine Snipes ein. Wir haben 180 Supply gegen 170, beide mit einigem an Minerals auf der hohen Kante. Aber beim Gas fehlt es natürlich. Wie nicht anders zu erwarten, ist beim Gas bei beiden erstmal Ebbe angesagt. Da müssen sie noch eine Runde warten. Und jetzt versucht natürlich Cars weitere Ghosts mit reinzuholen, während Socke sich das nächste Attack-Upgrade gönnt. Er ist hier zwischenzeitlich auf 2 Attack-Upgrades, einem Armor-Upgrade, holt jetzt Nummer 3 und verzichtet hier vorerst noch auf weitere Armor-Upgrades, hat in der Zwischenzeit auch die Robotik Bay, jetzt natürlich auf drei Bases, gleich auf 4, hat er genug Ressourcen, gerade genug Gas, um eben den nächsten Tech in Auftrag zu geben und geht damit straight auf die Kolosse. Die Robotics Bay ist durch, da muss jetzt natürlich Extended Therm Lens kommen und wir sehen hier unten einen Drop durch Cars, der droppt jetzt unten, geht mit der Main Army nach oben, wird hier oben aufs Cliff hochdroppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt Socke so gesehen hat. Er zieht die Army jetzt, die Hälfte der Army zieht er jetzt nach unten zurück, während die andere sich um den Drop hier kümmern soll. Der Drop wird angegriffen von Sockes Armee, währenddessen ist Cars jetzt dabei, oben aufs Cliff hoch zu droppen in der Main Base vom deutschen Spieler. Das sind die Gateways gerade in Produktion, aber da kommt jetzt dann auch gleich Socke angelaufen. Hier hinten hat er es geschafft, zumindest mal den Drop halbwegs zu clearen. Der Rest zieht jetzt Cars zurück und in der Main Base jagen jetzt die Storms ihm erstmal einen Schauer über den Rücken. Da versucht sich jetzt natürlich auch Cars zurückzuziehen. Es geht den Medivacs an den Kran, da jagt der Feedback rein, der Storm kommt hinterher. Und jetzt wird hier Cars direkt komplett geklärt. Hat da unten noch so einen kleinen kläglichen Haufen, der ein bisschen bedeppert an der Seite steht und nicht mehr eingreifen kann. Und damit hat der Terran-Spieler jetzt schon ein bisschen was auf die Nuss bekommen. Also er ist im Supply auf 150 runtergedroppt, während Socke hier auf 177 ist. +3 Attack ist gleich durch. Aber jetzt gibt es hier unten auch sofort nochmal den Go auf die restlichen Units. Da kann zwar Cars auch nochmal ein bisschen was killen. Einige Stalker beißen hier ins Gras, aber die Marauder werden letzten Endes zu einem kleinen blutigen Haufen gezimmert von den Zealots, die hier einfach mal komplett im Gruppenstyle auf die Jungs drauf prügeln. Und wir sehen jetzt auch noch den letzten Marine, der hier jetzt versucht hat, noch den Xel'Naga Watchtower zu halten. Personal Cloaking ist auf dem Wege für die Ghosts. Wir haben das Armor-Upgrade ebenfalls bei Cars. Und Socke jetzt erstmal mit deren Offensiv
mit den Offensivbemühungen. Er hat die nächste Base direkt einen Auftrag gegeben, will es auf die fünfte, holt sich Colossus Nummer 1, Extended Thermal Lens ist ebenfalls in der Mache und wir sehen für ihn jetzt auch direkt die zweite Robo. Er hat jetzt die Ressourcen, um sich mit der zweiten Robotics dann parallel zwei Kolosse auf einmal zu bauen. Er kann natürlich auch jederzeit hier nochmal ein paar Templer reinwarpen, aber wieder mal bei ihm natürlich auch das Gas ein Problem. Wir haben beim Income, wenn wir uns das angucken, den Terran weit vorne, die Mules machen es möglich, aber beim Gas hat einfach Socke diese kleine Edge gegenüber seinem Opponent und damit kann er hier nochmal etwas punkten. Während jetzt auch Kars dazu übergeht, nochmal einen Sensor Tower rauszuhauen, was ich persönlich sehr cool finde. Kleiner Peilenversuch wird hier noch eliminiert und jetzt sind beide so etwas abwartend. Ihr seht es auf der Minimap gerade, die teilen sich mehr oder weniger gerade die Map in zwei Hälften auf. Socke hat ein bisschen mehr vom Spiel. Er hat hier auch an den Xel'Naga Watchtowern seine eigenen Units positioniert und ist damit eigentlich auf dem komplett auf dem Laufenden. Hat in der Mitte jetzt noch mehrere Peilen gesetzt, auch nochmal für die Warp-Ins. Da kommt der nächste Feedback, aber gekontert vom Snipe. Da geht's wirklich jetzt komplett los. Gefeedbackt und gesniped wird hier auf beiden Seiten. Da kommen die Scans. Wir haben 12 High Templar. Wir haben ansonsten gar nicht mehr so viele Stalker für Socke. Er hat jetzt hier umgeschwenkt auf einen Zealot und Colossus-Mix, wenn wir mal seine Army so betrachten. Und natürlich diese High Templar, die ebenfalls noch mit dabei sind. Jetzt kommt ja allerdings auch gerade Kars rein. Zack, von allen Seiten massive Storms. Richtig böse Storms, die hauen ganz, ganz viel an Energie weg, da chargen die Zealots an, von hinten sind die Kolosse mit dabei, jetzt kommt die EMP, endlich von den Ghosts und dann muss ich Socke zurückziehen, 173 zu bleiben für ihn und jetzt versucht hier der Titan-Spieler seine Army zu reinforcen, da laufen die ganzen Marauder immer wieder die Storms rein, da dreht sich der Kolossus rum, haut nochmal mit seinem Area Effect drauf, der Storm jagt ebenfalls nochmal einen drauf. Und jetzt müssen die Medivacs erstmal stiften gehen. Also richtig nice einfach, dieser Area of Effect, dieser Flächenschadel-Kombo zwischen den Kolossen und dem Storm, das ist natürlich super. Aber man muss Kars ja auch vorwerfen, dass er vielleicht zu sehr versucht hat, diese ganzen Templer zu snipen, anstatt einfach mal eine gut platzierte EMP zu versuchen. Er hat in der Zwischenzeit auch das Personal Cloaking, das kann er hier ebenfalls nochmal einsetzen. Wir haben einen Warp Prism bei Socke. Socke geht es auf das Warp Prism, versucht jetzt hier also ebenfalls nochmal Drops mit einzubringen, vielleicht hier hinten einfach nochmal an der einen oder anderen Stelle Units reinzuwarpen. Aber in der Mitte macht er weiter Druck, da kommt die EMP nochmal auf die Zealots. Währenddessen, wo sind da? Da sind die Templer, da ist auch der Storm, aber die nächste EMP sitzt zu. Zuckersüß, richtig gut und Kars kann hier die Attacke problemlos abwehren, schlägt ja seinen Gegner zurück, ist im Supply allerdings mittlerweile auf 130 runtergedroppt und Socke scheint hier den längeren Atem zu haben. Socke scheint hier den längeren Atem im Spiel zu haben, während jetzt weitere Command Center gebaut werden von Kars. Der hat in seiner Mainbase seine Production Buildings jetzt auch erstmal schön fleißig im Dauerbetrieb, da hinten massivst viele Starports, unten haben wir nochmal ein Command Center, agiert hier mehr oder weniger wie ein Tower, also wie ein Turm, versucht einfach defensiv noch ein bisschen ein Element reinzubringen. Und wir haben bei Socke, wenn wir mal so in die Base gucken, also richtig schön viele Gateways. Er hat überall eigentlich Gateways sitzen und kann dadurch natürlich massivst viele Units reinwarpen, wenn er nur der Mann sein sollte. Da sind jetzt auch schon wieder, da ist ja der T-Shrine, ist auch ebenfalls mit dabei. Gucken wir mal da hoch, da läuft gerade die Army von dem deutschen Spieler noch ein bisschen durch. Wir haben in der Zwischenzeit, Wir hatten anscheinend ein War Prism, das hier in den Turret reingerannt ist, deswegen hat er auch einen Kill. Also das hat leider nicht punkten können, so schön der Gedankengang auch war von Socke an der Stelle. Aber das War Prism ist dann direkt in den Turret reingerannt, den Kars dann natürlich sehr schön gesetzt hat. Und jetzt macht sich auch nochmal bezahlt, dass Socke seine Stalker auf der Map verteilt hat. Er hat jetzt auch das 3er Armor Upgrade gerade in der Mache, während jetzt Ghosts en masse produziert werden beim Terran-Spieler. Der produziert weitere 5 und Socke hat hier jetzt nochmal sehr schön also diese Expansion verhindert, weiß es auch über den Versuch des Terran-Spielers und macht das gleiche hier oben. Also auch da nochmal ein Stalker dabei, der direkt mal im Command Center eine upgrade. Sehr, sehr nice. Socke selbst hat in der Zwischenzeit genug Bases, also dem geht's eigentlich gar nicht so schlecht. Da unten kommt jetzt das nächste Command Center. Das sollte Socke allerdings auch gesehen haben. Ja, über seinen Observer. Mal gucken, ob er hier was retten kann. Da oben gibt's zumindest nochmal schnell den Terran-Spieler, der versucht hier Druck zu machen. Aber Socke weiß einfach viel von der Karte. Ich meine, ihr seht hier seine Sicht. Also er hat hier einen sehr, sehr guten Überblick, was denn so passiert. Und jetzt ist er hier mit seinen 200 Supply auf dem Vormarsch, hat 3200 Overmins, 1800 Overgas. Wenn ihm die Army drauf geht, kann er die extrem fix nachbauen über seine ganzen Gates und schickt sich jetzt hier natürlich an, etwas Druck auf den erneuten Expansion-Versuch seines Gegners zu machen. Da werden allerdings jetzt erstmal die High Templar gesniped und zwar von den Jungs da oben und da kommen auch nochmal EMPs mit rein. Also das macht hier Kars schon verdammt gut, aber die Force Fields sind natürlich super jetzt und da hat das Command Center keine Chance, geht ja direkt down.
Doch er soll es jetzt zurückziehen. Da reinzurennen ist sicherlich nicht das Intelligenteste, was er jetzt machen kann. Vor allem, weil Kass hier wunderbar mit seinen Ghoster geht. Er sniped hier komplett alle Caster-Units des Gegners raus und ist zeitgleich dann auch nochmal in der Lage, die EMPs einzusetzen. Also das Ghost-Micro von Kass hier wirklich sehr, sehr gut. Aber Socke mit 5000 Overmins und 2500 Gas bei 200 Supply in einer super Position. 5 Ghosts sind's. Und hier oben erneut der Expansion-Versuch jetzt also vom Ukrainer. Der versucht ja auch wieder ein Planetary sich zu holen. Und man hört es immer wieder, diese Ghost-Snipes, die überall mal rumrennen, versuchen einfach mal einen Hit auf die High-Templar zu bekommen. Und hier unten in der Zwischenzeit nochmal 2 Zealots dabei, die auf die SCVs gehen. Also hier nochmal sehr schön. Jetzt kommt es jetzt zum Fight rein. Wo bleiben die Storms? Das sind keine High-Templar in der Nähe. Jetzt kommen die Ersten, die Nächsten ebenfalls. In Kombination mit den Kolossen natürlich super. Wir haben keine Vikings da. Er versucht es lediglich mit seinen Marauders und einem Occasional Marine. Und jetzt geht's hier komplett in die Volle. Die ganzen Marauder kriegen ja böse ein abgebraten. Der Archon Morph folgt auf dem Fuß. Cast auf 133 Supply mit auch ganz böse viel Overmins und Overgas. Während Socke jetzt auf die 170 runtergedroppt ist, hat in der Zwischenzeit auch schon mal mit der nächsten Warp-In-Runde reinforced. Versucht jetzt hier erneut Druck auszuüben aufs Planetary Fortress. Wo bleibt der Repair? Wo bleibt der Repair von Kass? Der kommt zu spät. Die Base geht down. Die ersten Vikings sind da. Aber langsam dreht hier Socke dem Terran-Spieler den Saft ab. Und zwar erlegt hier nochmal schnell ein paar der Units. Das Planetary hier macht sich bezahlt. Schafft hier doch noch tatsächlich mal den Deutschen zurückzutreiben. Aber jetzt gibt's für Kass langsam das große Problem, dass sein Income zur Neige geht. Wir haben Socke auf 2200 Minerals pro Minute und auf 1000 Gas. Sein Kontrahent droppt auf beidem unter die 1000 und hat es damit natürlich ein dickes Problem. Socke ist auf den 3-3 Upgrades, holt sich jetzt nochmal schnell das erste Shield Upgrade. Und das ist sicherlich ein heißer Tanz nochmal. Wir haben 31.000 Resources lost beim Terran-Spieler, 26.000 sind's beim deutschen Protoss. Und jetzt muss hier Kass einfach endlich mal Buddha bei die Fische machen, muss ja losbrettern und sagen, okay, mit dem nächsten Go muss ich genug Schaden machen, ansonsten ist das Spiel vorbei. Er hat sich jetzt so lange Zeit gelassen, hat gut gearbeitet mit den Ghosts, aber war hier auf verlorenem Posten, da die Eco von Socke besser ist. Jetzt kommt hier nochmal schnell zum Aufeinandertreffen. Die EMPs sitzen, die Storms aber auch. Allerdings sind jetzt die Kolosse alle down und da kann Kass mit seinem Marauder richtig punkten. Da kann der Mann richtig punkten. Die defensiven Storms von Socke hindern ihn erstmal daran, den Gegner zu verfolgen. Aber er hat es richtig gut gemacht, hat viel Schaden angerichtet mit der Attacke. Socke mit der guten Eco kann allerdings sofort wieder über seine Gateways nachpumpen. Warpiermaster in weiße Units rein und geht jetzt hier wieder dazu über, selbst Druck auszuüben. Kommt mit den Storms, kommt mit den hochgedeckten Stalkern, mit den Kolossen. Zwingt jetzt Kass in die Defensivposition, haut ihm nochmal die Storms um die Ohren und Kass fightet hier wie ein Besessener mit dem Rücken zur Wand, verliert Unit um Unit, Zentimeter um Zentimeter am Boden, ist es auf 110 Supply, 200 immer noch bei Socke, immer noch massiv viele Minerals und Gas und das sieht nach dem 1:0 für den deutschen Spieler aus. Das GG von Kass und Socke holt sich die Führung in seinem ersten Spiel bei den Black Dragon League Finals. So. Los geht's auf der zweiten Map mit dem Terran versus Protoss. Und Socke hat es tatsächlich geschafft, sich auf Shakuras Plateau mit 1:0 in Führung zu bringen. Er hat ja laut Statistik hier sehr, sehr schlechte Chancen gegen Kass. Wurde auch in der regulären Saison vom Ukrainer mit 2:0 besiegt. Jetzt allerdings die 1:0 Führung für den Deutschen. Kass hat hier in der Lobby nochmal angemerkt, dass er wohl leichte Probleme mit Delay hat. Er weiß nicht ganz, was die Ursache dafür ist, meinte jedoch, dass er sehr starke Probleme hat, seine EMPs korrekt zu setzen und momentan also vermute, dass das Ganze entweder an seiner Connection oder an seinem PC liegt. Spielt jetzt gerade trotzdem weiter, wir sind auf Tal'Darim Altar, wir haben links oben den deutschen Spieler in Babyblau mal wieder, unser Söckchen, und links unten haben wir Kass, der auf der letzten Map sich dazu entschieden hat, ohne Gas in die Expansion reinzuspielen. Das ist auch durchaus eine Build-Order, die wir hier von ihm sehen könnten. Auch auf Tal'Darim Altar die Möglichkeit, die eigene Expansion relativ schnell abzusichern und dadurch dann eben sehr, sehr fix sich eine zweite zu sichern, die Eco hoch zu boosten und dann eben aus der Eco ins Makro-Game zu gehen. Socke wird ja sicherlich bald scouten gehen. Wir haben momentan auch auf Seiten von Kass das erste Produktionsgebäude im Bau, die Barracks,
Und währenddessen wartet man natürlich darauf, ob hier jetzt gleich die erste Refinery kommt oder ob er sich hier für eine No-Gas-Build entscheidet. Springen wir mal schnell hoch zu Socke, der ist zwischenzeitlich auch schon mit der ersten Probe auf den Weg gegangen. Schaut hier ein bisschen, was auf der Map so passiert. Wir haben jetzt gerade, ups, die Music wollten wir nicht anmachen. Das war ein kleiner Missklick. Ja, Army Supply, Worker Supply, da sind es momentan noch 14, 15, also alles noch recht Suche. Was die reine AP, die Army-Stärke angeht, haben wir natürlich ebenfalls noch nichts. Da können wir nochmal die Tabs ein bisschen glänzen lassen. Aber zumindest füllen wir uns nochmal schnell die APM-Zahlen rein. Socke ist mit 100 eigentlich ganz gut dabei. Immer noch kein Gas übrigens auf Seiten von Cars. Also das sieht hier sehr, sehr nach einer weiteren Expansion von ihm aus. Kein Gas für Cars, allerdings 157 APM und damit natürlich ein bisschen mehr als Socke momentan hat. Der ist gerade auf seinen ungefähr 100. APM selbst haben natürlich für die Spielstärke eines Spielers relativ wenig auszusagen. Wir sehen ja immer wieder bei Leuten wie Elfie oder zum Beispiel auch Show, dass die mit unter 100 APM durchaus in der Lage sind, auf einem hohen Niveau mitzuhalten. Allerdings gerade bei den Coris natürlich meistens irgendwie die APM-Raten so um die 200 bis 300 Minimum. Wir haben jetzt die Expansion bei Cars, hat hier also gerade sein Command Center in Auftrag gegeben. Währenddessen sehen wir noch den Scout von Socke, der hat jetzt zweimal die falsche Position abgescoutet, macht sich jetzt auf den Weg nach links unten und wird dann die Echse sehen. Hat deswegen bereits auch noch nichts weiter großartig gemacht. Ihr erinnert euch, auf dem letzten Map hat er erst die Expansion gescoutet und dann seinerseits sofort eben den Nexus in Auftrag gegeben. Hier entschließt er sich jetzt dazu, erstmal den Chrono Boost für seinen Stalker zu verwenden, hat zwischenzeitlich auch schon seinen Tech auf die Warpgate-Technologie gestartet. Und ist hier jetzt mit dem Zealot unterwegs in Richtung Kontrahent. Und hier wieder die gleich mal vorne Cars mit einem Marine weggejagt. Das Problem ist jetzt für Socke natürlich, er weiß nicht, was gerade passiert. Er hat keine Ahnung, was sein Gegner spielt. Er kam hier nicht hoch und kann dementsprechend jetzt auch nicht abschätzen, was ihn erwartet. Er rechnet natürlich hier damit, dass er wahrscheinlich wieder eine gegen eine Expansion spielt. Er kann sich aber nie sicher sein. Von Cars könnte jetzt alles kommen. Es könnte ein gut getimter Push mit Bio-Units kommen. Wir haben sowas zum Beispiel auch schon von Tarsen gesehen. Gerade gestern hat er gegen Socke einen sehr, sehr schönen Push mit frühen Ghosts ausgeführt, der dann auch wirklich von Erfolg gekrönt war. Also ein sehr, sehr tolles Opening. Und währenddessen versucht hier Socke nochmal hochzuspicken, hat immer noch keine Ahnung, ob hier eine Expansion ist oder nicht. Da war einfach Chaos geistesgegenwärtig genug, ihn zurückzudrängen. Aber jetzt mit den Stalkern, mit dem Stalker weiß er natürlich, was hier passiert. Oh, versucht den Mule rauszuholen. Das wäre natürlich geil jetzt, wenn er den Mule killen kann, aber schafft er nicht ganz. Stattdessen sind ja SUVs dabei von Chaos. Der versucht ihm jetzt auch noch den Weg abzuschneiden. Also sieht so aus, als ob hier Socke seine Units verliert. Naja, das wird auch passieren. Ein Marine geht noch down, jetzt ist der Stalker-Geschichte. Jetzt geht's, oh, dem Mule an den Kragen. Nice, also schön gemacht. Ärgerlich natürlich, dass er hier jetzt seine Units verloren hat, aber dadurch, dass er den Mule killen konnte, war es das eigentlich schon fast wert. Die Jungs sind 270 Minerals wert. Von daher sehr guter Trade eigentlich jetzt für Socke. Was hat denn der sonst noch gekillt? Der hat einen Unit noch gekillt, ein Marine. Also gar nicht so dumm gelaufen jetzt gerade für den Deutschen. Das sah im ganzen Moment so aus, als ob er hier wirklich fast ohne irgendwas einen Gegenzug zu killen, sein Zealot und seinen Stalker verliert. Aber so war das eigentlich relativ sweet. Gucken wir allerdings mal an, was Cassius treibt. Der rennt mit seinen Marines erstmal in Richtung Kontrahent. Hat hier hinten, Baby! Yep, mit 6 Barracks, kein Gas, will der jetzt pushen. Und das ist natürlich böse, denn Socke hat hier sowohl die Expansion jetzt in Auftrag, als auch die Forge und seinen Tech gestartet. Der hat lediglich 3 Gates, die sich jetzt erst hier zu den Warp Gates entfalten. Das wird richtig bitter. Die Echse ist durch, die Echse ist durch. Hier hätte Socke vielleicht sogar die Echse abbrechen sollen, um mehr zu haben. Also ich glaube mir nicht, dass er das halten kann. Das sieht gar nicht gut aus. Die Echse abgebrochen, dann hätte er vielleicht genug gehabt, um hier nochmal was reinzuwarpen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ganz, ganz bitter. Und dann ziehen sie jetzt die Marines auch nochmal schön zurück. Schönes Michael ist hier auch auf Seiten von Cars. Da kommt einfach mit dem Six-Racks-Push gegen Socke, spielt hier, wie gesagt, nur auf Gas, nur auf Minerals, ohne Gas, und das wird Socke auch nicht halten können. Das hat er keine Chance eigentlich. Er hat nur 3 Gates und damit ist er nicht in der Lage, genug Units zu produzieren, um das zu halten. Vor allem strömen hier eben aus der Mainbase von Cars Unit nach Unit nach. Der hat 17 Marines jetzt, 21 gegen gerade mal 3 Stalker. Kommt jetzt noch mit rein und Socke versucht jetzt über Micro die größere Range der Stalker auszunutzen, um einen Marine nach dem anderen zu snipen. Es gelingt ihm soweit auch ganz gut, aber trotzdem verliert er jetzt einfach mal seine eigenen Units. Hat hier noch genug Minerals, aber da oben, man sieht es jetzt, warpt doch nochmal schnell weitere Stalker mit rein, versucht es hier nochmal schnell Marines zu snipen. Kann er hier nochmal Damage anrichten, wer schafft es jetzt zumindest nochmal einiges zu killen. Das Micro von Socke macht sich jetzt bezahlt, aber seine Axe ist down.
Die Ex hat er nicht retten können, auch wenn er hier einiges an Marines raussnipen konnte. Die Expansion ist Geschichte und damit ist jetzt natürlich Carsten in einer super Position. Hat ja auch die Bunker stehen, die kann er jetzt nochmal reparieren und verteidigt das Ganze mit den nächsten Marines. Die kommen ja ebenfalls nochmal mit rein. Sehr, sehr aggressives Opening von Cars jetzt, der zwischenzeitlich in seiner eigenen Base jetzt auch direkt mal dazu übergangen ist, sich zwei Refineries zu holen. Er hat die Echse gekillt, weiß, dass er in der Economy weit, weit vorne ist. Sein Problem ist es eher der Tech. Beim Tech ist er hinten und den versucht er jetzt natürlich so schnell wie möglich wieder hier ins Leben zu rufen, indem er sich Gas holt, dann die Add-ons für seine Barracks, baut übrigens noch eine weitere, hat auch nochmal ein neues Command Center in Auftrag gegeben, will sich also nochmal eine dritte Base holen. Socke verteidigt das eigentlich aktuell gar nicht mal so schlecht, killt immer wieder mal einzelne Marines, das macht er sehr gut und sobald dann hier wirklich auch mal die Robotics Bay mit dem ersten Colossus da ist, hatte ich ja vielleicht nochmal eine Chance rauszupushen, aber das wird natürlich ganz, ganz schwer jetzt für ihn werden. Kars ist hier einfach in der absoluten Pole Position in diesem Spiel, hat ja seine 76 Supply gegen 48. Da kommen jetzt die Marines rein. Da oben steht nicht genug. Jetzt haben wir noch mal einen Immortal dabei. Da sind auch gleich noch Zealots. Da kommt noch kurz ein Force Field. Die Zealots machen es nicht lange, aber dafür können in der Zwischenzeit die Stalker ein bisschen Schaden anrichten. Aber jetzt geht's hier Socke langsam, aber sicher an den Kragen. Da kommt der Immortal, der hält einiges aus. Socke muss hier noch mal rein. Warpen hat genug Kohle. Jetzt kommen hier die nächsten Zealots. Geht auf Zealots statt auf Stalker. Will sich einfach auch ein bisschen sein Gas sichern. Der erste Kolossus ist direkt im Bau. Jetzt geht der nächste down, der nächste Marine fällt und die werden es hier auch nicht mal so lange machen. Jetzt, die versuchen immer in die Mineral Line reinzukommen, aber da gibt es ein Brett vom Immortal und die Zealots verteidigen das Ganze dann auch nochmal. Gleich sollte der Robotics Fay ihren Kolossi ausspucken, aber wir sehen hier auch schon das nächste Orbital Command von Kars. Hier kann jetzt natürlich drei Mules schon runtercallen, das ist massiv viel, hat jetzt hier auch vier Gas, ist mittlerweile mit der Factory direkt mal präsent, hat jetzt einen Starport auch im Bau, den Reactor, der kommt ebenfalls, dann wird es hier Medivacs geben, wir haben Stim im Bau und oben jetzt mit dem Force Field und dem Kolossus kann er den Schaden machen. Nice, wie er alles mal wegsniped. Mit reinen Marines wird es jetzt schwer werden. Mit reinen Marines wird es jetzt natürlich schwer für Kars, aber sein Tech, der läuft und er kann über diesen Starport einfach auch Vikings produzieren und spätestens mit denen wird es dann natürlich haarig. Es gibt hier sofort mal den ersten Bunker, der gekillt wird, wird aufgegeben, die Marines reingezogen in den zweiten, der geht auch down, Socke jetzt mit der Expansion, er versucht sich hier im Spiel zu halten, er versucht ja irgendwie das Unmögliche nochmal möglich zu machen, hier einen auf Dark Force zu machen und den Mr. Comeback raushängen zu lassen, aber das wird jetzt ganz, ganz eng für ihn, denn wir haben drei Bases für Kars. Wir haben drei Bases für Kars. Es sind 52 Worker gegen 30, 5 Mules gerade jetzt auf dem Feld und auch wenn die Army von Kars jetzt vielleicht schwächer ist, nicht aufgrund ihrer Supply-Zahl, sondern aufgrund des Tags, dann muss man einfach sagen, dass mit dieser Economy im Rücken Kars aktuell natürlich hier einfach bärenstark ist. Baut hier jetzt die ersten Vikings, damit wird er den Kolossus auskontern können, seines Kontrahenten. Socke holt das +1-Attack-Upgrade, aber was die Upgrades betrifft, da ist auch Kars ganz vorne mit dabei. Sein Stim ist bald durch. Es kommt das Combat Shield, genauso wie die +1 Attack. Die ersten Marauder sind auf dem Weg. Und jetzt der Versuch von Socke, hier nochmal zu punkten. Da kommen allerdings direkt, da sind sie direkt dabei. Die Vikings sind da. Jetzt wird die Refinery gekillt. Da versucht er ihnen das Gas erstmal zu klauen. Aber das ist natürlich alles andere als eine tolle Ausgangsposition für unseren deutschen Spieler. Kars hier mit einem aggressiven Opening gegen Socke. Der will sich hier natürlich auch keine Blöße geben in dem Best of Three. Er will hier die zweite Map holen, das dritte Spiel erzwingen und darüber dann eben in die nächste Runde einziehen und den Deutschen nach Hause schicken. Es sieht so aus, als würde es ihm gelingen, zumindest Tal'Darim Altar zu holen. Aber wir wollen Socke mal noch nicht ganz abschreiben. Der fightet hier nämlich, hat sein 72 Supply gegen 122, aber es steht natürlich alles andere als günstig für ihn. Es kommt der Twilight Council, wir sehen einen weiteren Immortal, der soll natürlich dann auf der Gegenseite die Marauder auskontern, das +1 ist durch. Und jetzt ist die nächste Expansion von Kars im Bau. Die vierte Base soll's richten. Er will auf die vierte Base gehen. Ist jetzt schon mit einem Income vertreten, das seinesgleichen sucht. Er ist auf 2000 Minerals. Hat mehr als doppelt so viel Minerals pro Minute wie sein Kontrahent. Und da ist dieser Eco-Slide noch nicht mal mit inbegriffen. Den verliert er natürlich hier jetzt dadurch. Und wir sehen jetzt auch schon hier die nächste Aggression beim Terran-Spieler. Der hat 85 Army Supply gegen 38. Und das wird jetzt einfach ganz, ganz eng. Ein einziger Kolossus, das sind keine Stalker, die den Vikings erstmal ins Gesicht spucken können. Nein, nur
Nur die Sentries sind damit dabei und die hauen die Force Fields jetzt raus. Da muss er sich da zurückziehen. Was fight er dann an der Stelle? Da verliert er trotzdem Force Fields einfach zu viel. Man sieht's hier, da geht jetzt auch eine Sentry nach der nächsten down. Da kommt das GG von Socke und es hat für ihn nicht gereicht. Kars gleicht aus und wir sehen das dritte Spiel in der ersten Runde der Black Dragon League Finals zwischen Kars und Socke. Los geht's mit dem dritten Spiel. Also 1-1, Kars gegen Socke. Unser Söckchen hat auf Tel'Darim Altar direkt mal seine Socken ausgezogen bekommen, wollte ich gerade sagen, bis mir dann irgendwie so einfiel, dass es anbetracht der Tatsache nicht so wirklich passend ist. Aber okay, es steht auf jeden Fall 1-1. Wir haben das Entscheidungsspiel. Wir haben Kars gegen den Deutschen, den Ukrainer gegen Socke. Und wir haben links oben erneut in Babyblau unseren deutschen Vertreter in den Black Dragon League Finals, während rechts oben auf der Vierspielerkarte Kars gestattet ist. Kars also hier als Terran erneut unterwegs. Er ist hier in Rot wieder mit dabei. Hat auf der letzten Map einen sehr interessanten Push gemacht, der äußerst erfolgreich war. Er war ein bisschen lucky mit seinen Spawning-Positionen, da Socke einfach, was das Scouting betraf, im Uhrzeigersinn gescoutet hatte und damit seinen Gegner auf der letztmöglichen Position es angetroffen hat. Dadurch hatte Kars bereits die ersten Marines draußen, konnte den Scout eben komplett ausschalten und dann hat Socke erstmal sich dazu entschieden, selber dann sicherheitshalber mal eine Ex zu bauen. Hat allerdings zu keinem Zeitpunkt gesehen, auch als er dann später mit Stalker und Zealot reingelaufen ist, dass sein Gegner hier gar kein Gas spielt, sondern einfach nur die Six Barracks rausballert und hier einen richtig heftigen Marine-Push ansetzt. Dementsprechend musste er seine eigene Expansion dann einbüßen und hat zwar nochmal versucht, das Spiel zu retten, aber im weiteren Verlauf gegen Kars dann einfach keine Chance gehabt. Von daher, momentan Kars mit dem Momentum im Rücken. Socke muss jetzt hier auf der Map erstmal sein Bestes zeigen, dass das Ganze hier noch gedreht wird und wir den Deutschen in der nächsten Runde haben. Drücken wir ihm natürlich ein bisschen die Daumen. Wir haben ihn jetzt mit dem Scout diesmal mehr Glück wieder im Uhrzeigersinn gescoutet, ist mit der Probe gerade in der gegnerischen Base angekommen und natürlich hier auf der Karte ist zwei verschiedene Expansion-Positionen, die wir nochmal ganz kurz ansprechen wollten. Und zwar hat man einerseits diese kleine Expansion, zu der sich jetzt auch Socke gerade aufmacht, mit 6 Mineral Patches und einem Gas, ist sehr einfach zu verteidigen, weil das Einzige, was man machen muss als Spieler, hier vorne die Choke-Up zu sichern. Man kann allerdings auch eben hier draußen expandieren, das ist dann etwas schwerer zu halten, dafür gibt es deutlich mehr Mineral Patches, aber eben auch die zwei Gas. Wir haben oben bereits für Kars das Command Center im Bau, er hat sich wieder dazu entschieden, ohne Refinery zu spielen, holt sich kein Gas, also ungefähr dreimal dieselbe Build. Jetzt erst, nachdem eben sein Command Center in Auftrag ging, gibt es auch Refinery Nummer 1 und auf der anderen Seite hat jetzt Socke auch gleich mal seine eigene Probe losgeschickt und wird hier den Nexus starten. Da ist er dann auch schon soweit. Die Expansion außerhalb der Base ist eigentlich eher interessant, wenn es dann an das Matchup mit Zerg geht. Und wir haben momentan für Kars natürlich auch logischerweise die nächsten Barracks im Bau. Dadurch, dass er hier die 400 Minerals erstmal investiert, um seine eigene zweite Base zu positionieren, muss er dann im Gegenzug auch dafür sorgen, dass er in der Lage ist, genug Marines ins Feld zu führen, um einen frühen Push vom Protoss-Spieler abzuwehren. Falls der sich dazu entscheiden sollte, hier mit einem 4-Gate, 5-Gate, 6-Gate dann eben anzutraben. Und dementsprechend hier also weitere Barracks, produziert momentan seine Marines und wird jetzt hier alles erstmal vorne an der Front stationieren, um eben aufzupassen, dass hier der Protoss-Spieler nicht reinwackelt. Hat jetzt in der Zwischenzeit auch gleich mal den ersten Slide angesetzt und zwar kommen hier die SCVs hochgewackelt aufs Plateau und das Command Center ist natürlich jetzt ebenfalls nochmal im Begriff zum Orbital Command umgewackelt zu werden, damit hier die nächsten Mules mit reinkommen. Schauen wir bei Socke vorbei, der holt sich hier gleich mal sein eines Gas. Er hat den Nexus hier ist bereits dabei, hat hier hinten auch schon ein weiteres Gas und währenddessen den nächsten Gateway in Produktion. Er selbst jetzt also auch komplett am Kartenrand mit weiteren Pylons vertreten. Das Spielchen hatten wir auch Shakuras Plateau bereits. Man muss als Protoss natürlich gerade im Matchup gegen Terran immer dafür sorgen, dass man so diese Außenbezirke seiner eigenen Basis im Blick hat, damit man eben die Drops schnell zu Gesicht bekommt und entsprechend reagieren kann. Denn eigentlich kann man darauf setzen, dass Terran immer droppen wird und auch droppen sollte. Und dementsprechend muss man irgendwie versuchen, das früh zu erkennen, eine kleine Art Frühwarnsystem zu haben, so Tsunami-Style, und dann eben schnellstmöglich in der Lage zu sein, seine Units hinzuschicken, den Drop vielleicht noch im Keim zu ersticken oder sogar vollkommen abzuwehren. Wir haben auf der anderen Seite bei Kars hier direkt mal den Bunker, der geht auf Nummer sicher.
Mit dem neuesten Patch kosten die zumindest mal wieder was, wenn sie abgerissen werden. Das war ja so ein kleiner logischer Patzer, den sich Blizzard geleistet hatte. Am Anfang konnte man so einen Bunker ja einfach mal verkaufen, hat die komplett Minerals wieder zurückbekommen. Im Gegensatz zu, wenn man ihn zum Beispiel abgebrochen hat, während er noch im Bau war. Also das war von der Logik her schon nicht allzu intelligent und gab Protoss auch, oder war auch irgendwie ein bisschen fies. Aber jetzt kostet es zumindest mal ein bisschen was, nicht die Welt, aber es sind mal 25 Öcken. Die Factory scoutet, schickt sie an, nach drüben zu fliegen. Die braucht man im Matchup eigentlich eher selten, außer man spielt jetzt zum Beispiel mal mit Blue Flame Hellions, was wir auch ab und an schon mal gesehen haben. Wenn deine Probes eingeheizt wird, in dem Matchup ist Kars allerdings eher erstmal nicht auf die Blue Flame Hellions gegangen, sondern entscheidet sich erneut für seine Starport und eben seine Biomasse. Und was jetzt ganz cool ist, ist, dass wir auf der anderen Seite bei Socke den Dark Shrine im Bau haben. Er hat sich wieder den Twilight Council geholt, also genau das gleiche Opening, das er auf der ersten bereits gespielt hat. Die Forge allerdings etwas verzögert jetzt. Stattdessen gibt er dem Twilight Council und dem Dark Shrine den Vortritt und hat er hier hinten schon einen Pylon? Nein, aber er hat eine Probe und die macht es jetzt auf den Pylon zu setzen. Setzt ihn hier jetzt direkt, dann kann er hier unten die DTs reinwarpen. Schauen wir mal, wie hart das seinen Gegner trifft. Denn der hat momentan noch keine Engineering Bay, das heißt, er hat nur die Scans zur Verfügung, um zu detekten. Hier oben hat er 20 Energie, hier hinten sind es 50, das heißt, einen Scan hat er. Bleiben wir mal ein bisschen auf dem Command Center und schauen, ob er das einsetzt. Aber da unten wird bereits gedroppt, da ist der Drop bereits mit dabei. Und sofort kommen also die Stalker und versuchen, das zurückzuwerfen. Das ist also eben genau das, was wir vorhin angesprochen hatten. Jetzt springen wir nochmal schnell, wenn der Dark Shrine sich der Fertigstellung nähert, in die Main Base rüber. Immer noch kein Engineering Bay im Bau. Wird er die Energie einsetzen für seinen nächsten Mule? Er hat hier 44. Es sieht momentan fast nicht so aus. Doch, hat er gemacht. Die Energie ist weg. Hier kann er auch gleich auch einsetzen. Da hat er 50. Und da kommen die DTs. Es sind mittlerweile 3 Stück, 4 Stück. Der erste kommt in die Base rein. Und das wird ihn richtig hart treffen. Denn dann sind überall jetzt Dark Templar. Überall. Einer an der Echse. Einer in der Main Base. Der andere ist jetzt hier unten unterwegs. Das macht er super. Zieht seine Units zurück. Er verliert da oben. Wie viele DTs verliert? Es kann sein, dass er gar nicht verliert. Oh, doch, der geht down. Aber da muss er nochmal weiter scannen. Da unten geht der Bunker down, es ist hier oben nochmal einer unterwegs. Alter Falter, Socke, richtig, richtig geil. Währenddessen wird hier hinten nochmal versucht zu droppen, aber da ist auch ein Dark Templar dabei, noch ein paar Units, die das Ganze abwehren. Und in der Main Base ist Socke weiter Party am Feiern. Da ist jetzt die Engineering Bay im Bau, aber das Spiel könnte hier und jetzt schon vorbei sein. Jetzt kommt der nächste Scan, da versucht er noch ein bisschen was zu killen. Es fehlt ihm aber langsam, aber sieht die Energie. Da sind überall sind DTs dabei. Da fehlen noch 10 Energie, bis der nächste Scan eingesetzt werden kann. Sehr geil. Und Kars hat die Kacke jetzt richtig am Dampfen in seiner Base. Schreibt ihr nur Punkt. Der hat einfach seine Engineering Base zu spät gebaut. Und Socke hat ihn hier voll auf dem falschen Fuß erwischt. 19 SCVs sind es nur noch. Klar, da kommt jetzt gleich das dritte Command Center, das dritte Orbital. Damit kann er dann massiv viele Mules runtercallen, wenn er mal die Energie dafür hat. Aber jetzt erstmal dauert es einfach ewig. Da sind weiterhin immer noch 3 DTs drin. Und er zieht sich schön auseinander, sodass ein Scan nur einen DT aufdecken kann. Da ist das Add-on da. Und da hinten geht's auf die Refinery. Gas wird sie so schnell nicht geben. Da oben nochmal zieht er sich zurück. Da zieht sich ein DT nochmal ganz, ganz fix zurück. Aber ihr seht es auch schon, der zweite ist noch mit dabei. Da hinten ebenfalls noch einer. Der Raven macht. Der Raven hier oben kann es richten. Aber sehr, sehr stark von Socke. Das hat er hier toll gemacht. Wir gucken uns das Ganze in Zahlen an. 32 Worker sind gekillt worden. 33 mittlerweile. Und meine Fresse. Wenn das mal nicht wehtat, der DT stirbt den Heldentod, die Mules werden gecallt, aber das war jetzt bitter. Socke expandiert frisch, fröhlich, frei an der dritten mit seinem Nexus weiter, hat jetzt hier auch nochmal das Armor-Upgrade in der Mache, er ist auf 108 Supply gegen 50, hat sich hier gedacht, mein Freund, was du kannst, kann ich schon lange, wenn du mir hier mit einem Six Rex No Gas Marine Play ankommst, dann hau ich dir einfach mal die DTs in die Mail-Mails rein. Sehr cool gemacht und dieser kleine Patzer von Kars in seiner Build Order, indem er hier nicht hergegangen ist und sich an irgendeinem Zeitpunkt noch ein bisschen an Detection orientiert hat, hat ihn hier wahrscheinlich dieses Spiel gekostet. Jetzt kommt Socke an mit seinen Upgrades. Er hat Blink durch, er erforscht Charge, hat die nächsten Attack-Upgrades in der Mache. Jetzt kommt die nächste Robo und er hat eine massive Armee. Er hat eine richtig geile Army. Er ist mittlerweile auf 54 gegen 35 Supply beim Army Supply. Kann jetzt hier sein Go machen, wird wahrscheinlich versuchen, das nochmal die Destructible Rocks hier zu killen. Mit seinen Rage Units, yep, da geht's auch schon los. Und währenddessen morpht er hier auch schon mal Archons.
und ist jetzt dabei, also noch mal ein bisschen zu warten. Charge kommt bald, Robotics Facility, und jetzt hier einfach mal nach oben. Da steht nicht zu viel, da kann man mit arbeiten, und Cars hat jetzt halt echt ein Problem. Er darf nicht zu lange warten, denn die Mules sind einfach massiv stark, aber jetzt kommen hier die Force Fields, da ist Socke mit drin, nutzt die Gunst der Stunde und geht sofort rein. Auch die Point Defense Drone macht hier keine Schnitte mehr. Jetzt geht nach und nach alles down, was Cars seinen eigenen in der Base, der zieht seine SUVs nochmal direkt mit rein, und der Raven wird wahrscheinlich gleich auch noch ins Gras beißen. Der Junge ist ein Haufen Altmetall, wenn der nächste Stalker drauf schießt, aber währenddessen geht es jetzt erstmal dem Roder an den Kragen. Jetzt der Trümmerhaufen, der vom Himmel fällt. Der Raven ist Geschichte. 52 zu Blei gegen 94. Es sind aber auch einige Marauder dabei. Die teilen hier gut Schaden aus, aber Socke hat zu viel. Cars schreibt GG. Socke ist eine Runde weiter und schafft es im Best of 3 Cars zu bezwingen.